Was halb ist, wird ganz werden. Was krumm ist, wird gerade werden. Was leer ist, wird voll werden. Was alt ist, wird neu werden. Wer wenig hat, wird bekommen. Wer viel hat, wird benommen. Also auch der Berufene, er umfasst das eine und ist der Welt Vorbild. Er will nicht selber scheinen, darum wird er erleuchtet. Er will nicht selber sein, darum wird er herrlich. Er rühmt sich selber nicht, darum vollbringt er Werke. Er tut sich nicht selber hervor, darum wird er erhoben. Denn wer nicht streitet, mit dem kann niemand auf der Welt streiten. Was die Alten gesagt, was halb ist, soll voll werden. Ist für wahr kein leeres Wort, alle wahren Vollkommenheiten ist darunter befasst. Als Posner kommen wir zusammen, meine Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Raw 270. In der heutigen Episode möchte ich ein bisschen Real Talk, sage ich mal, ansprechen. Also was bei mir jetzt die letzte Woche los war, war ein ganz schöner Trubel. War ziemlich hektisch und deswegen habe ich mir jetzt, um ein bisschen abschalten zu können oder runterzukommen, habe ich mir jetzt nicht extra ein Thema vorbereitet, über das ich vielleicht diskutieren möchte. Den schlimmsten Fehler, den ich damals gemacht habe, ich weiß nicht, ob das einige von euch wissen oder nicht, war es, als ich bei meiner Ernährungsumstellung auf vegetarisch, vegan oder rohköstlich habe ich ja noch studiert. Und ich lebe ja immer noch bei meinen Eltern und das heißt, die mich natürlich auch finanziell unterstützen. Und da hatte ich halt noch diese Denkweise gehabt, dass ich mir halt das Geld spare und die ganzen Kosten auf sie halt abwälze und eigentlich so ziemlich jeden Cent genauestens kalkuliere, damit ich halt mir später etwas Eigenes bauen kann. Also war ich sehr knauserig, sage ich mal, bezüglich des Geldes und so einer Arbeit. Versucht, über so viel wie möglich ich persönlich Geld einzusparen oder einfach versuchen, wie ich halt Geld verdienen kann, damit ich mir zum Beispiel ein Holzhaus bauen kann oder was auch immer, was ich mir damals gedacht habe. Und da habe ich halt sozusagen auf die Kosten meiner Eltern auch zum Teil auch mit Absicht gelebt und das habe ich letzte Woche oder die letzten Wochen wieder gemacht. Bei einem guten Freund, sag ich mal, und das ist halt aufgefallen und ich fühle mich diesbezüglich schlecht, dass ich wieder das Gleiche gemacht habe bezüglich des Geldes. Ja, ist halt ziemlich schwer in diesem Hamsterrad, aber das ist einfach nicht wert. Beim ersten Mal habe ich schon gemerkt, dass das Vertrauen zwischen meiner Mutter und meinem Vater auch ziemlich stark in die Brüche gegangen ist und das ist einfach das Geld nicht wert, weil Vertrauen baut man sich über Jahre auf und das kann man ganz schnell verlieren und das habe ich jetzt so langsam bei meinen Eltern wieder aufgebaut und bei meinem Freund muss ich dann wieder mich müssen und mich wieder bemühen, Selbstverantwortung übernehmen und das wieder ins rechte Lot bringen. Ja, ist halt allgemein so. Ja, also wie gesagt, ich werde mich jetzt einfach bemühen, wieder Selbstverantwortung, auch Selbstverantwortung zu übernehmen für die Taten, die ich gemacht habe. Schließlich möchte ich als Vorbild vorausgehen und unser Geldsystem ist halt, für viele Sachen verantwortlich, die in unserer Gesellschaft auch schieflaufen, da habe ich auch jede Menge Bücher gelesen und es gibt schon alternative Konzepte wie Genossenschaftsbanken zum Beispiel oder das OSPI-Informationsgeld oder in der Schweiz gab es letztens die Abstimmung über die Vollgeldinitiative, gibt es auch die neue soziale gerechte Marktwirtschaft oder das bedingungslose Grundeinkommen. Solche Sachen gibt es halt hier dementsprechend auch,
kann man sich mal ruhig informieren, damit man halt so eine kleine Vorstellung hat, wie unser Geldsystem eigentlich funktioniert, wie die Kreditvergabe eigentlich abläuft bzw. funktioniert und warum die Reichen immer reicher werden, die Armen immer ärmer. Hat natürlich auch was mit den Zinsen und mit dem Zinseszins zu tun, und allgemein ist es halt schade, dass Geld bei uns eine Knappheit bzw. Mangelware ist. Ich finde halt deswegen auch solche Dörfer oder Gemeinschaften wie zum Beispiel bei den Amish in Amerika sehr lobenswert und hat auch meinen größten Respekt, dass halt da die Leute einfach was zur Gesellschaft oder zur Gemeinde, zum Wohl einfach dieses gemeinschaftliche Denken haben. Jeder tut halt das, was er kann, trägt seinen Beitrag dazu bei und bekommt halt das, was er benötigt, also Naturalien wie Essen, Kleidung oder was auch immer, bekommt er einfach von den anderen gestellt, ganz nach seinen Bedürfnissen, natürlich auch ohne Gier. Da muss man halt auch dementsprechend das Bewusstsein dafür, muss halt geschaffen werden, dass man halt nicht, keine Ahnung, ein Haus mit 3 Stöcken haben möchte, mit Swimmingpool, 3 Toiletten, Einbauküche und so eine halbe Villa oder ein Riesenauto, sondern einfach, ja, einfach ein einfaches und solides Leben, wo jeder eigentlich auf sich aufpasst und sich gegenseitig respektiert und achtet. Genau, dort möchte ich natürlich auch hin. Ist ein langer Weg. Ich freue mich drauf. Natürlich ist die Reise natürlich das Ziel. Oder ja, wenn man ans Ziel gekommen ist, natürlich der Reise immer am wichtigsten, beziehungsweise das DAO. In diesem Sinne möchte ich nicht mehr weiter rumphilosophieren oder noch irgendwelche Sachen oder Sprichwörter falsch sagen. Also in diesem Sinne möchte ich dieses Video kurz halten, möchte mich ein bisschen ausholen und entspannen. Hab viele Vorhaben jetzt noch den letzten Sommermonate vor. Mal schauen, was wird. Ich halte euch auf dem Laufenden. Danke, dass du eingeschaltet hast. Wie immer würde ich mich auf einen Kommentar, eine Bewertung freuen. Und spasiba za prosmotre. Und genießt die schönen Tage, die schönen Sommertage noch. Wir sehen uns in der nächsten Episode von Road to 70. Bis dahin. Ciao.